Ui. Ist das der Panzer? Hallo zusammen und willkommen bei McRalph spielt Destiny. Da ist es, das Götzler. Willkommen. Willkommen. Wir machen den zweiten Strike auf dem Mars. Der nennt sich Cerberus VAE oder FÄ 3. Level 18 Strike. Gleich hinter ihrer Kriegsbasis versteckt sich Valus Taork, Flottenkommandant der Kabal-Belagerungstänzer, in einem imperialen Landpanzer. Kämpfe dich durch seine Wache und halte diese Schrecken auf, ehe er die gesamte Freistadt zerstört. Heieiei, das war jetzt ein Satz. Suche nach Hütern. King Knusper 42, das ist auch ein cooler Name. King Knusper. Schön. Ob gewollt oder nicht, wir stehen im Krieg mit den Kabalen auf dem Mars. Also lasst uns ihr Kommando eliminieren, einen nach dem anderen. Valus Taork. Soweit ich weiß, befehligt er die Belagerungstänzer aus einem imperialen Landpanzer vor Rubicon. Er ist gut geschützt, aber mit dem richtigen Team können wir die Verteidigung knacken. Dann erledigen wir das Biest und holen uns Freistadt. Auf Fee. Suchen wir einen Zugang zu ihrem System. Mal sehen, ob wir Valus Taork finden. Ab durch die Mitte. Oh, ist der Gelbe. Ah, fuck, das ist der Gelbe, Mann. Keine zwei Minuten gespielt und gleich am Boden. Da sieht man sofort am Bildschirm, wer spielt. McRalph ist am Controller. Boah, geile Sache. Was gibt's hier denn Schönes? Yeah. Den nehmen wir jetzt auch. Geile Sache. Sind denn nur zwei? Komm mal raus hier. Und der andere hat keinen, oder was? Ja, der andere sollte vielleicht erstmal den Geist aktivieren. Aber wenn wir mit dem Ding spielen, kriegen wir halt keine Engramme und nichts. Achso. Das macht Spaß. Ja, kannst gerne damit weiterfahren. Ja, na ja. Sterbe ich vielleicht nicht so schnell. Wir sollten auf seine Lieutenants aufpassen. Sie sind immer in seiner Nähe und genauso gefährlich wie er. Kann das auch sein, dass ich gar keine Erfahrungspunkte kriege, wenn ich mit dem Ding schieße? Nein, glaube ich nur nicht. Aber ich sehe zumindest keine Zahlen aufploppen, wenn ich einen erledige oder so. Ah doch, da sind sie. Alles klar, alles gut. Gute Nachrichten. Alle vier Lieutenants sind hier. Wir könnten seine gesamte Garde erwischen. Da links auch wieder so Panzer nehmen, wenn du willst. Oh nee, jetzt kommen nochmal welche hierher, ne? Oh, okay. Oh, Schiff! Bin ich im Arsch. Pass auf. Ja, fahr halt voll gegen den Kolonne. Ja. Voll zurückgeschoben, Alter. Der ist voll zurück. Voll zurückgeprallt. Ja. Du bist so ein gelber Gegner. Mit Schild. Da wo ich hingesprungen bin? Ja. Genau, das ist einer der Endgegner. Den wir hier besiegen müssen. Also nicht Endgegner, sondern ein Zwischengegner. Ja. Weg ist er. Sehr gut. Oben in der Mitte ist noch einer. Es kommt noch einer der Lieutenants hierher. Aber nicht zu Fuß. Dazu ist er zu schnell. Will er eine Munition geben?
Oh ja. Da kommt der Panzer. Er ist in einem Panzer. Ein Hüter ist gefallen. Ups. Dazu. Bist du klar? Hast du einen Panzer noch? Ja. Jetzt wäre schnell. Ich habe fast keine Munition mehr. Der ist so eh gleich tot, oder? Oder andere? Ja, der ist eh gleich tot. Voll, das war's. Zwar jetzt. Okay, holen wir uns Taug. Ach, man kann diesen Schub ja mehrmals hintereinander verwenden, das wusste ich noch gar nicht. Sehr geil. Ja, unten ist ja das Ding aufgeladen. Ja, ja. Weg ist, dann geht's nicht mehr. Ab ins Tal der Könige. Ui. Ist das der Panzer? Panzer? Dieses Riesending? Der Panzer. Hüter gefallen. Nein, der Koloss hat mich erwischt. Dieses Riesengebäude hier, das ist der Landpanzer, na klar, der hat Ketten. So, ja. Sieht aber ziemlich verwüstet hier dann aus, ne? Also sauber gemacht hat hier schon lange keiner mehr. Ich glaube, das stört ihn nicht. Nee, ne? Die haben sicherlich in ihren Raumanzügen auch eingebaute Toiletten. Oh! Geh hoch, ja. Pass auf, wenn er die Raketen schießt. Aber oben kommen auch Gegner, ne? War schön, dass er da so ruhig stehen bleibt, ne? Der läuft auch noch rum, glaub mir. Voll ihn nicht zu früh. Die Kleinen sind auch schon da, ne? Jo. Okay. Schon wieder Munition hier. Fuck. Kleine mit dem Arsch. Verdammt viele Kleine. Sowas von tot. Ach. Oh, King Knusper ist in Gefahr. Kann er gerade verabschieden. Hörst du rüber zu ihm? Ach so. Ja. Kein Problem. Oh, fuck it. Nein, Idiot. Hüter down, Hüter down. Danke. Die Melodie hört sich teilweise so an, als wenn man bei Zelda eine Kiste öffnen würde. Ganz links laufen. Links, 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 links. Blind mal. Dann läufst du jetzt oben ganz hinten. Da ganz hinten links bin ich drin. Hat er keine Ausweichmöglichkeit mehr. Raus hier, raus hier, raus hier. Ja, er ist in der Nähe. Oh ja, den besiegt. Guter Mann. Wir haben ihn. Ich gebe wohl auch nochmal Zavala Bescheid, dass es auf dem Mars ein Problem weniger gibt. Varus Tauk wurde endlich besiegt und das Kabalkommando ist geschwächt. Doch die Dunkelheit erhebt sich. Es werden mehr Flotten und noch mehr Anführer kommen. Wir müssen bereit sein.